Zu wenig Schutz, zu wenig Personal und vor allem zu wenig Geld. Gerade durch die Corona-Pandemie werden Mängel in den Bedingungen und der Entlohnung des Pflegepersonals deutlich. Aber das Problem gibt es schon länger. Seit Jahren ist die Lohnlandschaft in der Branche Stückwerk. Kirchliche und öffentliche Einrichtungen konkurrieren gegen private Träger. Tarifautonomie gegen Flächentarif. Ein einheitlicher Tarifvertrag war auch in Duisburg die große Hoffnung. Wenn Sie einen Investmentbanker fragen würden heute, wo sich ein Anlagevermögen schnell rentiert, dann würde er sagen, im Pflegebereich. Die privaten Altenpflegeeinrichtungen haben zum allergrößten Teil keine Tarifverträge. Sie arbeiten mit dem Pflegemindestlohn. Der liegt ab dem 1. April bei 12,50 Euro. Da kann man sich dann vorstellen, wie hoch die Gewinnmargen dort sind. Der allgemein verbindliche Tarifvertrag wäre der erste Schritt in die richtige Richtung zur Aufwertung der Altenpflege in der gesamten Branche. In Duisburg hätte sich das Pflegepersonal zum Beispiel vom Christophoruswerk, der AWO oder den Maltesern gefreut. Das Problem? Die Caritas hat die Verhandlungen platzen lassen. Mit Verweis darauf, dass sie besser bezahle als die Vorschläge, die auf Bundesebene besprochen wurden. Ausgerechnet ein kirchlicher Träger. Im Bereich der Fachkräfte ist das ein hohes Eigeninteresse, das die Caritas da hat, mit ihren guten Arbeitsbedingungen Fachkräfte zu locken, die noch anderswo beschäftigt sind. Das ist eine Konkurrenz um den Fachkräftemarkt. Die Caritas hat mit ihren allgemeinen Arbeitsvertragsrichtlinien in weiten Teilen eine Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der ja sowas wie eine Art Leitwährung in den Tarifverträgen, die wir abschließen, ist. Wenn jetzt im privaten Bereich es überhaupt keine Tarifverträge gibt, dann ist jeder Arbeitnehmer quasi seines Glückes Schmied. Es bleibt unklar, wie die Löhne in der Branche angeglichen werden könnten. Wenn die Caritas ihre Entscheidung nicht zurücknimmt, wäre die Politik wieder gefragt. Die Gewerkschaft Verdi hofft, das Thema vor der Bundestagswahl wieder ins Gedächtnis zu rufen.